Der berühmte Maler der Renaissance Michelangelo Buonarroti malte um 1510 die Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle in Rom. 1994 wurde eine Restaurierung der Deckenfresken beendet. Dabei wurden Schäden aus den vergangenen Jahrhunderten beseitigt, aber auch die Rußschicht und anderer Schmutz entfernt. Die nun zu sehende große Farbigkeit der Gemälde schockierte so manchen Wissenschaftler. Man hatte sich so sehr an die ergrauten Farben gewöhnt, dass die wiedererstrahlte Farbigkeit sehr ungewohnt war und nicht sogleich auf Begeisterung stieß. Die Wirkung der Farbigkeit mit ihren starken Kontrasten forderte neues Sehen. Sie fragen sich vielleicht, warum erzähle ich das hier? Ich möchte einen Vergleich zur Musik Johann Sebastian Bachs ziehen. Wir sind es heute gewohnt, die Musik der Zeit des 17., 18. bis hin in die Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Interpretation zu hören, die zumeist mit modernen Instrumenten aufgeführt wird und die die historischen Stimmungen jener Musikepochen nicht in das Spiel mit einbeziehen. Selbst Ensembles mit historischen Instrumenten wählen zumeist bei einer Besetzung mit Orgel kleine Orgelpositive, die nicht die Voraussetzungen historischer Orgeln berücksichtigen. Mit der Stimmung von Musikinstrumenten verhält es sich so, dass die durch die Natur vorgegebenen physikalisch-mathematische Grundlage eine gleichmäßige, reine, also schwebungsfreie Stimmung aller 12 Tonschritte einer Oktave verhindert. Kompromisse sind also erforderlich. Bis ins späte 17. und 18. Jahrhundert war die sogenannte mitteltönige Stimmung üblich. Hier gibt es 8 ganz reine Terzen und 4, die fast nicht nutzbar sind, weil sie sehr dissonant klingen. Man ist also in der Mitteltönigkeit in der Tonartenauswahl auf die Tonarten beschränkt, in denen die 8 reinen Terzen vorkommen. Da sind die Tonarten mit wenigen Vorzeichen die wichtigen. Entsprechend wurden in den Kompositionen dieser Zeit chromatische Durchgänge in der Regel vermieden, es sei denn, es sollten besondere Emotionen ausgedrückt werden. In den neueren Stimmungen, die um 1700 entwickelt wurden, gab es einige reine, nicht schwebende Intervalle und andere, die wenig bis stark schwebten. Dieses waren die sogenannten wohltemperierten Stimmungen. Durch diese Verteilung von reinen und schwebenden Intervallen geht mit der nicht mehr terzenreinen Stimmung ein wesentlicher Charakter früherer Klänge verloren. Insbesondere die Charakteristik der Chromatik verschwindet nahezu. Die Farbigkeit, die durch die kleinsten halben Tonschritte, die auf einem Tasteninstrument möglich sind, geht verloren und der Sinn des Wortes Chromatik verschwindet. Chroma heißt Farbe. Johann Sebastian Bach experimentierte selbst mit verschiedenen Stimmungen, was in seinem wohltemperierten Klavier gipfelte. Bei Orgelproben soll er sich gegen alte Stimmungen wie die Mitteltönigkeit ausgesprochen haben und Orgeln in einer Art vorgeführt haben, dass er die schrägen, sauren Klänge einer veralteten Stimmung hat hören lassen. Gottfried Silbermann selbst war ein Anhänger der älteren, von der Mitteltönigkeit ausgehenden Stimmungen mit reinen Terzen. Somit schätzte Bach dessen Orgeln nicht so sehr. Vor sehr vielen Jahren besuchte mich der Orgelbauer Christian Wegscheider in Stade an der Hus-Schnittger Orgel. Diese Orgel besitzt eine Stimmung, die von der Mitteltönigkeit herkommt. Die Orgel besitzt noch 3 ganz reine Terzen auf C, D und G. So haben wir ein Tonartenzentrum, das sehr klare und reine Klänge ergibt. Dagegen sind Akkorde wie Cis, Fis, Ass und H-Dur recht herb. Christian Wegscheider sagte, dass diese Stimmung der Hus-Schnittger Orgel einer derjenigen Stimmungen, die Silbermann verwandte, sehr nahe komme. Und auf solch einem Instrument mit dieser Stimmung würde zum Beispiel Bachs G-Moll-Fantasie
besonders wirkungsvoll klingen. Ich war zunächst skeptisch und hielt es nicht für möglich, das Stück mit dieser Stimmung zu spielen. Schließlich erreicht man in dieser Komposition Bachs für diese Stimmung sehr dissonante Akkorde. Doch habe ich in Christians Gegenwart das Stück gleich ausprobiert und ich war verblüfft über die Wirkung der Komposition. In der barocken Musik finden wir sehr häufig, dass auf schweren Taktzeiten eine Dissonanz ist, die sich dann zur leichten Taktzeit hin auflöst. In Bachs G-Moll-Fantasie gibt es vor dem letzten Abschnitt eine Stelle, an der das Pedal in ruhigen Achtelnoten beharrlich eine Abwärtsbewegung vollführt. Darüber werden die Akkorde immer dichter und dissonanter. Aber im Wesentlichen sind die Dissonanzen durch die terzenreine Stimmung gegeben. Da werden die Akkorde auf den schweren Taktzeiten immer mehr dissonant, indem Bach auf die 1 und die 3 Klänge von D-Dur ausgehend über G-Moll, C-Moll, F-Moll, B-Moll, S-Moll, As-Moll bis hin nach Des-Moll führt und auf einem verminderten Septakkord den Abschnitt münden lässt. Da erlebt man in der Stimmung der Husnitka-Orgel die Klänge auf den leichten Taktzeiten 2 und 4 als Auflösung. Ich finde, diese Stelle ist exemplarisch für die Entwicklung von Spannung und Entspannung, der Dissonanzbehandlung von Bach in seiner Musik in Verbindung mit einer historischen Stimmung. Es ist ein extremes Beispiel, zeigt aber den avantgardistischen Ansatz dieser Komposition. Auf einer modernen Orgel mit der sogenannten gleichschwebenden Stimmung geht dieser Komposition nahezu alle Farbigkeit verloren. Um zurückzukommen auf die Fresken der Sixtinischen Kapelle, mit der modifiziert mitteltönigen Stimmung der Hus-Schnittger-Orgel wird Bachs G-Moll-Fantasie vom Grauschleier befreit und lässt die vielleicht zunächst erschreckende große Farbigkeit dieser Komposition erkennen. Lassen wir uns ein auf diese Interpretation, auf dieser modifiziert mitteltönigen Orgel, gerne als Diskussionsbeitrag zwischen Bach und Silbermann. Die Wirkung der Klangfarben in Bachs Komposition mit ihren starken Kontrasten und ihrer Dramatik erfordert tatsächlich ein neues Hören. In diesem Sinne wünsche ich viel Freude und Vergnügen mit dieser Interpretation.